Hallo und herzlich willkommen. Am Dienstag stellte DJI zwei neue Drohnen vor, die lang erwartete Inspire 2 und überraschenderweise die Phantom 4 Pro. In diesem Video werde ich euch einen kleinen Überblick geben, was neu an diesen Fluggeräten ist. Leider habe ich natürlich noch keinen Phantom 4 Pro oder Inspire 2 hier, deswegen versuche ich mit dem Bildmaterial von der DJI Website, euch diese beiden Geräte so gut wie es geht vorzustellen. Fangen wir mit dem Phantom 4 Pro an. Dieser Quadrocopter ist ein Upgrade zum Phantom 4, aber ein sehr großes Upgrade. Zum einen hat der Phantom 4 Pro mehr Sensoren und zum anderen eine bessere Kamera bekommen. Um die Hinderniserkennung zu verbessern, sind jetzt zwei neue Sensoren auf der Rückseite dazugekommen, was einen sicheren Rückwärtsflug gewährleisten soll. Rechts und links wurde eine neue Technologie hinzugefügt in Form von Infrarotsensoren. Zusammengefasst kann jetzt der Phantom 4 Pro in 5 Richtungen Hindernisse erkennen. Wegen diesen neuen Komponenten konnten auch einige neue Funktionen hinzugefügt werden, wie zum Beispiel umgekehrtes Tapfly für das perfekte Drone und eine Erweiterung von Active Track, wo zum Beispiel der Copter seitwärts zum zu verfolgenden Objekt fliegen kann. Auch die verschiedenen Gesten zum Steuern wie beim Mavic gibt es nun auch beim Phantom. Eine andere interessante Funktion ist, dass man jetzt einen Flugweg auf dem Bildschirm zeichnen kann und der Phantom fliegt dann diesen ab. Eine Art Waypoint-Funktion. Nur noch ein Blick auf die Kamera. Jetzt befindet sich in dieser ein 1-Zoll-Sensor mit 20 Megapixeln und einem mechanischen Verschluss. Hiermit lassen sich definitiv noch bessere Bilder machen, denke ich. Auch bei der Bitrate und der Bildrate hat sich einiges getan. Jetzt lassen sich Filmaufnahmen bis zu einer Auflösung von 4K mit 60 Bildern und 100 Mbit pro Sekunde realisieren, also perfekt geeignet für Zeitlupenaufnahmen. Als nächstes einen kurzen Blick auf den Inspire 2. Dieser wurde komplett neu überarbeitet, nur die Grundform blieb gleich. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass dieser sehr auf den professionellen Bereich abzielt. Die größten Neuerungen gab es auch hier im Bereich Hinderniserkennung und Kamera. Aber performancetechnisch hat sich auch so einiges getan. Die Maximalgeschwindigkeit beträgt jetzt 108 km/h. Das ist schon mal eine ordentliche Geschwindigkeit. Der Inspire 2 kann jetzt Hindernisse vor sich, unter sich und oben drüber erkennen. Ein sehr schöner Fortschritt, besonders wenn man Indoor fliegen will. Nun zu der Kamera. Standardmäßig ist im Lieferumfang keine Kamera dabei, was bei einem Grundpreis von 3.399 Euro etwas unverständlich ist. Man kann sich momentan zwischen der X4S oder X5S entscheiden. Bei der X4S-Kamera handelt es sich von den Spezifikationen um eine sehr ähnliche wie beim Phantom 4 Pro. Die X5S-Kamera hat etwas andere Daten. Sie hat einen 20,8-Megapixel-Sensor, mit dem man Filmaufnahmen mit einer Auflösung von bis zu 5,2K mit 30 FPS erstellen kann. Das ist also definitiv für den professionellen Filmemacher gedacht. Der Inspire 2 hat aber auch das erste Mal eine FPV-Kamera an Bord. Somit kann man immer sehen, in welche Richtung der Copter fliegt. Die Besonderheit beim Inspire 2 ist, dass jetzt die Daten nicht mehr in der Kamera verarbeitet werden, wie bei den Vorgängermodellen, sondern sie werden jetzt innerhalb des Copters verarbeitet, in dem sogenannten CineCore 2.0. Das bedeutet aber jetzt auch, dass alle Vorgängerkameras und der Osmo nicht mehr kompatibel sind. Das ist sehr schade, ich hoffe, dass da noch ein Adapter veröffentlicht wird. Eine weitere Neuerung ist, dass der Inspire 2 über ein redundantes Akkusystem verfügt. Das heißt, er hat zwei Akkus an Bord, was eine Flugzeit von bis zu 28 Minuten gewährleistet. Neben diesen zwei großen Neuvorstellungen gab es auch noch eine Art Tablet, das Crystal Sky. Hier ist die Besonderheit das helle Display und die schnelle Verarbeitung des Live-Feed. Auf jeden Fall sehr interessant, aber bis jetzt steht leider noch kein Veröffentlichungsdatum und Preis fest. Unten in die Beschreibung habe ich euch Links für weitere Informationen zu allen Neuheiten reingeschrieben und wo ihr diese kaufen könnt. Falls ihr noch Fragen habt, einfach rein damit in die Kommentare. Ich würde mich freuen, diese zu beantworten. Ich hoffe, euch hat mein Film gefallen. Ich wäre sehr dankbar über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und wenn ihr mich abonnieren wollt, würde ich mich sehr freuen. Bis bald und tschüss!